Heute, was geht ab, Leute? Hunger mit einer weiteren Folge Hungry Acts. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann bin ich wahrscheinlich in Erfurt auf der Mac. Checkt meinen Instagram-Account ab, dort werden Stories gepostet. Und ja, am Freitag, ich weiß nicht, wann dieses Video hier hochkommt, am Freitag berichte ich schon mal vor, wie es da aussieht, was da so abgeht. Und dann, falls er in der Nähe ist, kann er Samstag, Sonntag auch noch hinfahren. Ja, letzte Folge Hungry Acts ging gut ab. Das war so die erste Scanner-Tour, offizielle, die wir gemacht haben, die wir gefilmt haben. Sehr viel Nostalgie. Direkt zweite Folge, also direkt die Folge danach, heißt einfach schon mal, wo sind die Pokémon? Keine Map. Und ja, einfach mal play. Moment, ich mach mal lauter. Wollen nicht zu laut. Tati und ich am Start. Hast du dein GoPlus endlich gefunden? Onyx und Vulcano erst abchecken. Ich hab danach gesucht, dass wir da. Ist er denn gekommen? Nee. Immer noch nicht. Lieferdatum ist erst ab nächster Woche. Oh mein Gott, Alter. Keine Panik. Da wohnt Simi. Oder so, zwischen 7 und 11. Kolumbusplatz. GoPlus echt wichtig, Mann. Ich hab schon gemerkt, Alter. Haben wir da Dimi abgeholt? Ich hab, mein Vulcano auch. Wir sind ohne ihn gefahren, also. Auch gemacht. Aber wir waren da, dieses rote Haus, stalkt ihn nicht, Feuersturm. Da wohnt Dimi, direkt vor seiner Haustür waren wir. Charge-Attacke. Das müssen wir überstehen. Wie ist hier? Nockerberg. Genau. Ah, deswegen. Das ist hier so lange. Okay. Ne, Giesing, Kolumbusplatz. Ja, also genau da ist Kolumbusplatz, weiter vorne ist dann Rosener Platz, also Gasteig. Deswegen waren wir ich da. Auch hatte nichts mit Dimi zu tun. Das Nest war einfach nur in der Nähe. Schauen wir mal, ein Onyx-Nest, ein fettes. Schauen wir uns kurz heute an. An sich sinnlos jetzt. Wir wissen, Stalos ist Müll. Was heißt Müll, aber. Hätte man jetzt nicht extra. Das ist ein bisschen Vorbereitung auf Gen 2. Onyx-Bombung sammeln. Das gehört als eins auf Sightings. Sag ich immer eins bei Sightings. Aber ohne Map jetzt wieder. Schauen wir mal auf gut Glück, ob wir welche finden. Weiß vielleicht eigentlich gar nicht, was mit der Map passiert ist. Für die zweite Generation, aber die war auch einmal wieder weg. Stalos. Wir hatten sie gerade erst hat er gerade bemerkt, angefangen. Er hat noch Gestein, also für die und schon war sie wieder Gesteinsmedaille weg. Auch nicht schlecht. Viele gibt es ja nicht, oder? Es gibt noch Ammonitas. Ammonitas, Kleinstein, oder? Ja. Kabuto und Gihon. Ich glaube Kabuto auch. Oder sonst. Ja, aber und Gihon, das war's. Also Ammonitas und Kabuto waren ja eigentlich recht selten, ja. Bis wir ein Nest gefunden haben von Ammonitas. Keins auf Sightings, wir schauen gerade, laufen durch die Gegend, aber Nester haben immer so eine Dürreperiode, wo mal Trockenphase, nichts ist und dann auf einmal kommt alles. Aber dafür ein Sandan, der ist eigentlich auch relativ selten hier in München. Sandan. Wir haben halt gemerkt, dass hier in letzter Zeit viele, viele Sachen spawnen, die, es nicht so gab. Ja, wie Smogon, Slimer, Sandan, Dodo, Vulpix und so, die waren alle sehr, sehr, sehr selten. Jo. Und jetzt mittlerweile sind die alle da? Also vielleicht ja, wird langsam rauskommen. Das ist alle Pokéspieler ihre Pokédex voll kriegen, ja? Die neue Generation. Das ist ja so lustig. 8.11.2016 Labertati was sagt er, dass Niantic die Sachen raushaut, damit alle Gen 1 voll bekommen. Und wir haben jetzt gerade den Kanto-Bonus hinter uns, damit alle Leute Gen 1 voll bekommen. Alter, 2 Jahre. Warte? 23 Monate später und Niantic will immer noch, dass die Leute Gen 1 Kanto voll bekommen. Wie krass, Mann. Was für eine Ironie. Aber weiter geht's. Das kann sein, ja. Gute Theorie. Ja, also wie gesagt, das ist echt krass. Tati checkt gerade die Lage. Er hat zum Glück noch einen alten Screenshot von dem Onyx-Test gehabt. Ja, wegen der Spawn. Vielleicht die ganze Zeit die falsche Straße entlang gegangen. Wobei er auch ja. Nicht die ganze Zeit angezeigt wird, also. Wir müssen zurück. Aha. Und dann da runter. Können wir auch hier runter gehen. Aber wobei da nicht er hat immer da vorne, wo wir angefahren sind, hat es angezeigt, weil er wahrscheinlich, wir sind auf dem falschen Weg. Wir dachten, das wäre auf dieser Straße hier, aber eben nicht. Und jetzt gehen wir 8 Minuten. Was eigentlich auch keinen Sinn macht, weil es war ja eine Straße. Die Straße ist ja kein Nest. Die Musik ist zu laut. Sorry, Leute.
Knockerbar Park. Jetzt sind wir da, anscheinend. Knockerberg. So, jetzt haben wir es. Knockerberg, nicht Knockerpark. Jetzt sind wir da. Park ist auch nicht allzu groß. Ja, da können wir einfach ein paar Runden drehen. Schauen wir mal, wie viele Unix jetzt kommen. So ist es. Das ist auch. Dann passt es ja. Warte mal. 4, 5, 5, 5. Ihr wisst ja, alle zwei Wochen am Donnerstag ist Nestwechsel. Und da tragen auch Leute, jetzt wo es keine Maps mehr gibt, tragen die Leute immer ein, dass sie sehen, welche Nester und welches Pokémon da ist. Und dieses Nest, das ist so klein, das wird gar nicht mal erwähnt. Also das ist gar nicht in der Liste mit dabei, keiner erwähnt das. Also das ist nicht wirklich mal ein Nest, sag ich mal. So, und damit ihr wisst, wie klein das eigentlich ist da. Wir wandern hier immer noch durch den Park. Immer noch kein Zeichen von Onyx. Echt schlimm. Es gibt auch noch ein anderes Onyx-Nest. Dort beim Botanischen Garten. Über dem Nymphenburg-Schloss. Oh, ja, das ist ein gescheites Nest. Hättest du davon, dass es zwei Nester gibt von so? Das ist ein gescheites Nest. Ja, finde ich in Ordnung. Ja, da sieht man, dass man wahrscheinlich, dass die wollen, dass wir auf die nächste Generation, also es wird darauf hingewiesen, dass vielleicht die nächste Generation bald kommt und dass man uns vielleicht schon darauf vorbereiten soll. Ja? Und deswegen kommen wahrscheinlich diese ganzen Pokémon-Nester, Onix und alles mögliche. Also, nee, die sind einfach so zufällig. Die es noch nicht haben oder nicht, noch nicht Mengen haben, sollten sie auf jeden Fall ausnutzen. Das ist eine geile Location. Ich erinnere mich gerade wieder. Da kann man echt geile Fotos von der Brücke machen. Hintergrund geil, richtig. So, Schiene. Krasse Aussicht hier. Ja. Ja. Ist das geil an Pokémon? Da kann man richtig geiles Fotoshooting machen. Man kommt raus, man sieht echt. Man lernt echt, kann sich aufpassen, nicht runterfallen können. Ja. So ist es. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, das Video heißt Kano, also Onyx und Kano Nest. Ja, damit wir checken noch ein Kano Nest. Warten immer noch auf ein Onyx. In der Zwischenzeit habe ich ein Ei geschlüpft. Es gab ein Update von Niantic, dass ein paar Eier geändert wurden. Zwei Eier wurden Taubsi entfernt, glaube ich. Ja. Zubat ja, und. Nee, Zubat wurde nicht entfernt. Nicht? Ich dachte, die drei. Ja, ich bekomme. Sogar zweimal. Ding wurde entfernt, Taubsi und Ratzfratz. Ja. Bis jetzt, was ich mitbekommen habe. Und das Evoli ist jetzt nicht mehr im 10er, sondern im 5er drin. Zu Recht. Es gab Leute, die haben sich gefreut, Evoli im 10er zu bekommen. So. Heftig. Auswirkungen? Ja. Ja, ich denke, ich weiß nicht warum, aber die haben bestimmt was dabei gedacht. Ja, weil die sind halt schlecht. Das haben sie sich dabei gedacht. Weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil sie auch so schon viel zu viel gibt. Ja. Weil ich habe halt gemerkt, dass Raupi echt selten ist von den kleinen. Eigentlich schon, ja. Im Honey und Gehlermaßen. Aber Taubsi und Ratzfatz finden sie überall. Raubsi. Und das Evoli. Echt keine Ahnung. Warum? Ja, der war auch überall. Für einen 10er ist ja, der schon ja, eigentlich. Jetzt mittlerweile ist er überall. Früher auch? Schon echt? Ja, ich finde schon. Wahrscheinlich deswegen. Für einen 10er ist es schon echt zu heftig. Auf geht's, Location Wechsel, yo. Enttäuschend, kein einziges Onyx. Oh mein Gott, okay. Da, ihr hört, der Sound ist komisch. Da muss ich eins. Ich weiß genau, was zählt. So, der Sound war gerade komisch, da war gar kein Sound. Das liegt daran, dass ich einen Song entfernen musste, ein Lied. Also im Nachhinein, nachdem er schon auf YouTube war. Und dann, ja, dann passiert das. Ist eigentlich cool gemacht von YouTube, dadurch kann man immer noch an dem Video Geld verdienen. Aber die Stelle ist dann halt richtig merkwürdig, einfach komplett ohne Sound. Auf jeden Fall Teil 2, der Massmann Park. Massmann Park, anscheinend neues Kano Nest oder Spawn. Schauen wir mal, wird heute abgecheckt. Wir haben letztens Vulcano entwickelt, der echt krass war. Seitdem bin ich echt Arcani, gell? Also müssen wir ja, auf jeden Fall ein paar Vulcano sammeln. Von der Scanner-Tour, von dem Video. Schaut das Video nochmal an. Wir sind schon die ganze Zeit drumherum gefahren, auf der Suche nach einem Parkplatz, aber in der Zwischenzeit nichts bei Sightings. Was soll man also sagen? Ich habe nicht viel Hoffnung. Ich auch nicht. Massmann Park.
Das ist ein bisschen hier und dann so klein. Das kann man auch nie, wieder nicht als Nest bezeichnen. Das ist. Kannst eine Runde drehen? Das sind drei Stops oder so. Zweite Runde durch den Park. Ist nichts angezeigt außer Tops und Habitat. Gespawnt bisher noch gar nichts. Sieht nicht gut aus für uns. Das erste Pokémon in dem Park. Ein Habitat für mich. Echt traurig, Mann. Echt traurig einfach nur. Ja, so lief das damals. Spawns auch sehr, sehr gering. Das ist ein geiler Blickwinkel. Das war echt geil. So, das war's, Leute. Wir hocken hier. Also, wir sind hier im Park schon seit einer halben Stunde. Länger, wir haben noch drumherum gefahren. Ja. Sagen wir 10 Minuten, also 40 Minuten. Es war nichts auf der Liste. Nichts Erwähnenswertes, nichts. Kein Vulkano, nichts. Ihr seid doch einfach heute. Schauen wir mal, ob ihr die überhaupt zu sehen bekommt. Was ich draus mache. Ja gut, wir schauen noch bei dem anderen Reinfall noch vorbei noch. Ja, vielleicht ist das kein Reinfall, schauen wir mal. Und Outro. Das war's von uns, von den zwei Nestern, Onyx und Vulcano. War leider voll der Reinfall, ist nichts gekommen. Man munkelt auf der Straße, dass sich ein paar Nester geändert haben, also vom Vulcano-Nest haben wir noch von anderen gehört, dass die dort mehrere Stunden gewartet haben und es nichts gekommen ist. Onyx-Nest kann sein, dass wir falsches Timing erwischt haben und der später wieder gespawnt ist, aber kann sein, dass Niantic, nachdem sie alle Maps runtergenommen haben, wieder ein paar Nester gemischt haben oder so, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall schon anderen auch passiert. Die haben auch davon berichtet, dass auf einmal die Nester, wo sie an dem Tag hingehen wollten, nicht mehr da sind oder anders waren. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr irgendwas in der... Nee, schreibt da nichts rein. Ja, es waren einfach zu kleine Nester, schwache Nester, schlechte Nester, aus, fertig. Keine Theorien mit Niantic und Scannern und dies, das. Auf jeden Fall, das war's von mir, wie gesagt. Ich bin auf der Mac, Erfurt 2018. Schaut's auf Instagram vorbei. Vielleicht werde ich ein paar Sachen livestreamen. Ansonsten freut euch auf die Videos. Und mal schauen, was dort so geht. Mal schauen, vielleicht sind da Inkognito-Buchstaben. Man munkelt. Inoffizielle Quellen, sehr, sehr inoffizielle Quellen. Dass Tropius kommt, aber... Daran glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube vielleicht ein paar Buchstaben. Ich würde mich freuen, aber wie gesagt, wir werden es sehen. Aber das war's von mir. Wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.